Ein 35-Jähriger ist gestern Abend bei einem Brand in Ansbach ums Leben gekommen. In der Wohnung des Verstorbenen ging ein Sofa in Flammen auf. Dabei erlitt er schwere Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung, denen er wenig später im Krankenhaus erlag. Laut Auswertung der Spuren gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann in der Wohnung geraucht und dabei das Sofa in Brand gesetzt hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Im Strafverfahren gegen Angehörige der Sekte 12 Stämme sind gestern die ersten Urteile gefallen. Das Amtsgericht Nördlingen hat eine Mutter wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 9 Monaten auf Bewährung verurteilt. Zudem muss die Frau 180 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Eine mitangeklagte Mutter wurde zu 6 Monaten auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verurteilt. Gegenstand des Prozesses waren heimliche Filmaufnahmen, die die Mütter dabei zeigten, wie sie ihre Kinder mit einer Rute misshandelten. So viel Auswahl wie noch nie. Auf der weltweit größten Spielwarenmesse in Nürnberg zeigen dieses Jahr über 2800 Aussteller den Händlern und Einkäufern, was der Weltmarkt für Spielwaren so zu bieten hat. Besonders Naturwissenschaften, Mathematik und Technik sind die aktuellen Trends in der Spielzeugwelt. Die besten Spielzeuge werden zudem mit dem Toy Award prämiert. Die Sparda Bank Nürnberg kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Besonders das Kundenkreditgeschäft habe ein Rekordergebnis erzielt. So wurden laut Sparda bis Ende Dezember 45 Millionen Euro an neuen Krediten vergeben. So viel wie nie zuvor. Auch bei der Baufinanzierung konnte die Bank zulegen. Für 2015 rechnet Sparda-Vorstand Stefan Schindler weiter mit einer positiven Entwicklung.